Und wir bleiben gerade beim Triathlon. Über 700 Sportler haben in verschiedenen Kategorien mitgemacht bei der 6. Ausgabe des Glattwalliseller Triathlon. Die meisten davon sind als Triathleten beim Verband lizenziert. Einzig in der Kategorie Firmen und Teamstaffetten sind wirklich noch echte Amateure am Start. Der Peter Burkhardt hat eine Firma begleitet, die gerade mit 4 Teams angetreten ist. Schon 1,5 Stunden vor dem Rennen war am Check-in Hochbetrieb. Die Startnummern sind ausgegeben worden und auch die Souvenir-Rucksäcke waren parat. Die Teams haben sich getroffen und die Startvorbereitungen sind gemacht worden. Die Firma Atlantis ist gerade mit 4 Teams am Start. Ist das normal, Amix, oder ist das jetzt ein bisschen außergewöhnlich dieses Jahr? Also das Jahr ist sicher sehr außergewöhnlich. Wir haben jetzt letztes Jahr haben wir mal das erste Mal einen Test gemacht. Ich glaube, es ist so als Teambildungsevent ist das etwas, was sehr gut ist. Flavio, was ist für dich der Reiz, um da mitzumachen? Der olympische Gedanke, der Beinsein ist alles. Ich schätze sehr, dass wir ein Team, respektive 4 Teams, angebracht haben. Also ich bin vom Büro aus gefragt worden, ob ich sportlich sage, ob ich mitmachen will. Und dann habe ich gesagt, ja, sportlich nicht so, aber ich mache gerne mit so zum Plausch. Vivi, du bist auch als Verstärkung für das Team von Atlantis aufgeboten. Wie bist du dazu gekommen? Mein Vater arbeitet im Atlantis und ja, weil ich Synchronschwimmen mache, hat er dann gefragt, ob ich mitmachen. Jürg, wie freiwillig ist dein Mitmachen an diesem Triathlon? Das ist sehr freiwillig. Ich bin jetzt 2. Mal dabei und ich mache das absolut freiwillig und gern. Wie sieht es aus mit dem Fitnessgrad? Einmal oder zweimal trainiert vorher? Ja, ziemlich genau einmal. Ja. Das kommt nahe an, ja. Irgendein Ziel für das heutige Rennen? Ohne Flügel ankommen, ja. Losgegangen ist es im Hallenbad. Vivien, bist du fest nervös? Ja, schon ein bisschen. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Also. Als Dritte vom Atlantis-Team ist Vivienne gestartet. Und dann ist der Dieter ins Wasser gehechtet. Die Vivienne war schnell unterwegs und auch die beiden anderen Atlantis-Schwimmer haben gute Zeiten erreicht. Wie ist es bei dir gelaufen beim Schwimmen? Ja, also ich glaube gut. Also ich habe ein paar überholt am Anfang, alle bis auf den ersten. Und dann haben mich noch mal 3 überholt und dann bin ich als 4. durchs Ziel gegangen. Während sich die Velofahrer parat gemacht haben, hat sich der Dieter noch über die letzten Meter gekämpft. Unterdessen sind Bruno und Nicola schon mal losgefahren. Dann ist auch der Dieter vom Schwimmen gekommen. Und der Flavio konnte auf die Velostrecke gehen. Flavio, let's go, Flavio! Go, go, go. Du hast deinen Teil jetzt durch, erleichtert. Also, wie ist es so gelaufen? Training entsprechend. Also sehr durchzogen, ja. Aber froh, dass du vorbei bist? Froh, dass ich oben am Wasser überlebt habe. Und das Rettungsschwimmen nicht in den Einsatz kommen. Der Bruno hat sich voll ins Zeug gelegt und hat alles gegeben. Und auch der Christoph war gut unterwegs gewesen. In der Wechselzone hat Sandra auf ihren Einsatz gewartet. Hast du noch extra vorher trainiert, jetzt, bevor es losgegangen ist? Oder hast du einfach gesagt, ich bin fit genug? Ja, nein, ich habe trainiert, weil ich bin definitiv nicht fit genug gewesen. Wo der Bruno in die Wechselzone gekommen ist, hat der Flavio noch gegen Berg gekämpft. Und Sandra war schon am Laufen. Bruno, wie ist es bei dir gelaufen? Ich habe das Gefühl, letztes Jahr ist es besser gegangen. Ich weiss nicht, ob es an der mangelnden Vorbereitung gelegen ist oder am Gegenwind. Ich habe das Gefühl, heute ging alles nur bergauf und nur Gegenwind. Schließlich waren alle Läufer vom Atlantis-Team auf der Laufstrecke. Der Dominik, der Benjamin, Sandra und auch der Jürg. Das Ziel war nicht mehr weit.
Mit dem Effort und kollegialer Unterstützung hat auch der Jörg die letzten Meter noch geschafft und war froh, dass er das Ziel erreicht hat. Auch der Benjamin hat noch einen Endspurt hergelegt. Wie ist es jetzt gelaufen auf der Laufstrecke? Ja, es geht. Teilweise besser, als ich gedacht habe. Und plötzlich habe ich gemerkt, nein, es zieht sich doch noch. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt läuft es wieder. Und dann irgendwann haben wir es gleich gleich wieder nehmen. Also es war so auf und runter. Wie ist jetzt das, wenn man so quasi wirklich vier Teams stellt von einer Firma? Ist jetzt das ein Teambildungsevent gewesen, wo man sich gedacht hat? Kommt immer auf die Erwartungshaltung drauf an, was man erwartet hat. Für ein richtiges Team-Event war es nicht, weil es hat jede Gruppe ein bisschen für sich geschaut. Aber wichtig ist, dass wir jetzt wieder zusammenhocken, alle miteinander einen schönen Tag noch geniessen können und ein bisschen diskutieren können, wie es gelaufen ist. Und was meint der Bruno? Ich muss sagen, es macht wirklich Spass, so im Team mitzumachen. Und ja, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei.